大家好，我是老黄。这是在德国阿尔卑斯山脉下面，圣诞期间我来德国看儿子看孙子，他们呢就带我到这个地方来滑雪啊。那是这是我们住的这个家庭酒店，一会儿我们爬上去。Das sieht jetzt hier von oben so aus. Wenn wir das fahren durch das. Können wir jetzt erst was anderes fahren? Klar. Schau, da fährt die Maschine. Blau. Blau fahren wir immer. Okay? Da brauchst du keine Fährten. Wie schmeckt das denn vielleicht nicht? Was ist das denn? Wenn man das Stadt nicht darf? Das ist wahrscheinlich irgendein Skikurs, der schon rennen hat. Der hat da gerade einen Sessel mit einem Reitern auf. Mal gucken, dass die Reitern noch kommen. Da müssen wir nun da runter und dann mit dem Sessel weiter nach oben. Ja. Weißt du, weil da jetzt gerade gar so viel los ist, Luisa? Weißt du, uns die letzte Skikurse lösen? Upsi! Bisschen zu viel Skikurse. Hm? Da unten ist eine ganze, ganze Skikurse. Aber da oben ist auch nicht. Also guck da, ob das hier nicht dran ist. Jetzt machen wir so, wie wir sagen, okay?哎，怎么停下来了？啊，上面的电车停下来了。啊，我看这些小孩很小，才多大年纪的小孩，从这么陡的山上滑下来。哎，那小孩多小，四五岁。是啊，我小时候也滑过雪啊。我记得我在杭州啊，我们家住在宝珠山的下面。那个60年代初的时候，每年冬天的雪啊，山上的雪下来也有大概有最深的地方也有半米厚。哎呀，一般都有30厘米的厚度。啊，一旦下雪，我和我的小伙伴就会爬到那个宝珠山上面往下滑。啊，我们也滑雪，但是没那么好的装备，那就这个屁股坐在雪上面往下滑，啊，最多就是拿一块木板，也挺好玩的。跟这个就不能比了。那些小孩，你看那个穿红的，我看他也就4、5岁了。
那都是小孩上面。多大年纪啊，这么滑下来，老师带着他们，多陡啊。开门，开门，好，开门。不哥哥吗？看这里。哦。不哥哥。